Innerhalb weniger Stunden hat es in der Innenstadt von Schleswig 7-mal gebrannt. Bilanz der Brandserie: 13 verletzte Menschen, Feuerwehrleute am körperlichen Limit und ein überfülltes Krankenhaus. Die Anwohner haben Angst und sind besorgt, wen es als nächstes trifft. Ja, definitiv. Also man weiß ja nicht genau, wer das ist oder warum er das macht oder ob er vielleicht auch mein eigenes Haus anzündet. Und deswegen natürlich geht man mit einem gemischten Gefühl ins Bett. Ich habe nur mitbekommen, wie Rauch aussteigt aus dem Gebäude. Und dann habe ich nur gemerkt, also Feuerwehrautos gehört. Und ja, also viel gab es nicht zu sehen. Dann halt, wie die Leute in den Wohnungen waren. Dann sind der Großteil ist auf ihre Balkone gegangen. Und der andere Teil wurde halt von der Feuerwehr gerettet mit einer Leiter. Und ja, aber leider kein Täter gesehen oder sowas. Nur halt der Rauchschwaden und die Feuerwehr dann im Endeffekt. Man hört den ganzen Tag nur Sirenen. Von morgens bis abends habe ich durchgehend nur Sirenen gehört und eigentlich auch mehr Feuerwehrmänner gesehen als Menschen heute in Schleswig. Die Feuerserie begann gegen 14 Uhr. Innerhalb von nur 4 Stunden hat es danach in 6 Mehrfamilienhäusern im Umkreis von 1 Kilometer gebrannt. Die Polizei geht in allen Fällen von Brandstiftung aus und fahndet mit einem Großaufgebot nach dem oder den möglichen Tätern. Konkrete Hinweise gibt es aber noch nicht.